Übrigens, jetzt sollte wirklich allen klar sein, der Klimawandel ist da und er ist gefährlich für uns alle. Der Klimawandel mit seiner Hitze kann uns alle direkt umbringen. Das hätten wir nicht erwartet. Klimawandel, das hieß doch bis jetzt vor allen Dingen Gletscherschmelzen in Grönland, an der Arktis oder in der Antarktis. Auftauende Permafrostböden in Sibirien und Alaska, der steigende Meeresspiegel in Australien und in Asien. Aber dass wir direkt körperlich vom Klimawandel bedroht sein könnten, das wird erst jetzt richtig deutlich. Die Klimakrise ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit weltweit. So die Forschungskommission Lancet Countdown. Sie vereinigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Zweck, die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit zu beobachten. Countdown, das klingt so nach, die Uhr läuft ab. Und in der Tat, die Uhr läuft auch ab. Jeder Tag, den wir vergehen lassen, ohne was gegen den Klimawandel zu tun, ist eine vergebene Chance. Die Wissenschaft ist sich da völlig einig. Es gibt überhaupt keine Zeit mehr für Zweifel. Wer das Klima schützt, schützt nicht nur sich selbst, sondern alle. Wir müssen an die Gefährdeten denken, wenn es mal wieder 30 Grad und heißer wird für viele Tage. Die ersten Schritte sind gemacht, wenn wir an die Mitmenschen denken und auf sie achten und Hitzepläne umsetzen. Und wenn wir nicht vergessen, die größte Gesundheitschance ist der Klimaschutz. Und wann wir damit anfangen? Natürlich jetzt.